Angesichts der Debatte um die Neuausrichtung der CDU lehnt die stellvertretende Bundesvorsitzende Julia Klöckner eine Doppelspitze bei den Christdemokraten ab. Eine klare Führung gehe am besten mit einer Person, sagte Klöckner der Funke Mediengruppe. Allerdings, Parteivorsitz und Oppositionsführung im Bundestag, sprich der Posten des Fraktionsführers, müssten nicht zwingend in einer Hand liegen. Dafür gäbe es ihrer Meinung nach zunächst zu unterschiedliche Schwerpunkte zwischen diesen Funktionen. Die CDU will nach dem Debakel bei der Bundestagswahl auf einem Sonderparteitag einen neuen Vorstand wählen lassen.